Hallo und herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, zum Halbfinale gegen US Palermo, wo wir Paulo Dybala aus der letzten Saison her hatten. Und meine Güte, was für ein Ding. Also wir sind im Halbfinale, ist schon mal sehr gut für uns und das stand und sieht richtig gut aus. Ich habe Mikkel mal drinnen gelassen, habe aber so ein bisschen auswechseln müssen, wegen halt erschöpfungsbedingt. Aber Gregorisch, das war auf jeden Fall, ich glaube, vom Commander da oder irgendwie Markus oder so. Ach, jetzt sind so wieder viele Namen, die ich mir merken muss. Und er hatte mich halt gefragt, ob ich glaube, dass Gregorisch sich durchsetzen kann. Oh, wir haben ein Spieldebüt für Oscar Hiljemark auf der Seite von Palermo. Heieiei, das finde ich doch richtig geil. Auch sowas, solche Infos sind doch mal richtig nice, oder? Da haben sie sich ja mal, also in der Karriere, finde ich, haben sie sich schon richtig gut hingegeben. Und ganz ehrlich, wir sollten erstmal auf Ballbesitz gehen. Und das ist erstmal mein Ding. Und um noch die Frage zu beantworten jetzt hier, kann ich mir vorstellen, zum Beispiel, dass Gregorisch sich dort hier durchsetzen wird. Muss man abwarten, wie er sich hier bei uns im Kader dann auch entwickelt. Ah, Shiplock dort den Ball nicht annehmen können, war einfach zu schnell gewesen. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, dann schauen wir jetzt mal, wie das Spiel denn so läuft. Ich werde es auf jeden Fall wieder zusammenschneiden bis hierher. So, und dann schauen wir mal jetzt. Die erste Ecke im Spiel. Wir haben sie rausgeholt. Nein, da kommt der Dings. Ah, schlecht gemacht, Gregorisch geht denn rein, aber das war's dann auch schon wieder. So, hier war eben gerade Palermo mit der einzigsten Chance, aber auch Palermo fühlt sich jetzt gerade ein bisschen schlecht. Shiplock jetzt mit der Chance und da ist das Ding drin! Ja! Endlich! Der Befreiungsschlag und wir gehen zur Kamera hin. Ja! Hier die Nummer 9. Auf geht's Hamburg! Ship, Ship, Ship in the Lock. Sich gut durchgesetzt. Sich nicht abdrängen lassen. Und dann volle Kanne abgezogen. Ja, keine Chance dort für den Keeper aus Palermo. Er hat es geschafft. Sven, Shippy, Ship, Ship, Shippy Lock, Shippy Lock. Er bringt hier das 1:0. Boah, Ekdal mit der Chance, alter Schwede. Oh, und dann Holtby nochmal. Das war mal eine richtig gefährliche Situation. Ekdal, hier sehen wir es nochmal. Holtby, ne, jetzt sehen wir nur nochmal den Schuss von der Wiederholung von Holtby. Das hätte doch die 2:0 Führung vor der Halbzeitpause geben müssen. Aber ist leider nicht funktioniert. So, schauen wir mal, ob das jetzt noch hier irgendwas wird. Ne, da gibt es jetzt nochmal den Freischuss hier für Palermo. Und dann ist es auch, die erste Halbzeit ist rum und wir führen 1:0 und ich hoffe, ich werde diesmal nicht die, nein, ich erinnere mich jetzt schon alleine dran, dass ich auf jeden Fall den Torjubel mit reinmache. Bei den anderen sieht es 0:0 aus, Jung, hätten wir mal auswechseln sollen. 37. Minute, Shiplock und wir hoffen, es geht fröhlich weiter. Ja, da haben wir schon mal die Möglichkeit. Da war wieder die Möglichkeit gewesen. Meine Güte nochmal. Es war kein Tor. Die Torlinientechnik sagt, es war kein Tor. Schön, dass es diese Torlinientechnik gibt. Auch wenn es halt zu keinem Tor geführt hat, aber
gut, dass es sie im Endeffekt geben tut. So, Ecke nochmal für uns. Wir haben jetzt hier vielleicht die Möglichkeit. Ekdal. Colombi musste sich dann doch da schon ein bisschen strecken. Ja. Diesmal nichts. Tja, und dann haben sie einfach mal ganz schnell das 1-1 rausgeholt. So schnell konnte ich mit meiner Verteidigung gar nicht. Hier sehen wir es nochmal. Zack. Und dann haben die Zack gemacht. Und dann war einfach frei gewesen. Keiner von uns da. Und dann holt Palermo hier einfach mal das 1-1 wieder raus. Mikkel ohne jegliche Chance. Na, das hätte ja mal was werden können. Wow, ja. Was? Was war das für ein schlechter Dings, Alter? Oh mein Gott. Lass Sorga! Oh mein Gott, Alter. Lass Sorga! Da ist es! Ja! Erstes Tor überhaupt in diesem International Cup und hula die Waldfee. Ich werde jetzt auch mal wieder zurückgehen auf ein bisschen ausgeglichen. Ja, denn das müssen wir jetzt mal ein bisschen halten. Es gibt 3 Minuten Nachspielzeit. Schön, wie er uns da einfach mal ausgetrickst hat. Oh, dann haben wir Glück. Er trifft das leere Tor nicht. Und dann ist so Ende. Wir sind im Halbfinale. Nein, wir sind im Finale. Finale. Ja, wir sind im Finale. Wunderbar. Vom European International Cup sind wir im Finale. Wir gewinnen 2-1. Oh, schönes Ding. Schönes Ding. Hier gucken wir uns nochmal kurz die Statistik an. 7,7. Pierre-Michel, das ist sogar die beste Bewertung des Tages. Wir sind aber trotzdem nicht irgendwie der Beste. Der Beste ist wohl auf der Seite, ja, der Kolonie da, der Captain bei denen. Was für ein spannendes Ding. Und Empoli gewinnt auch. Also wir werden mit Empoli im Finale treten. Das wird richtig. Das wird richtig hart. Das wird richtig hart. Und wir sollen hier schon mal eine Konferenz, Pressekonferenz für das Finale. Und wir sagen auf jeden Fall, motivieren unsere Agenda. Wir kriegen schon mal 1,6 Transferbudget, weil wir so weit gekommen sind. Wir lassen es jetzt mal bis zu dem Sonntag durchlaufen. Im Büro ist aktuelles aus Deutschland. Goretzka war da, Paslak auf jeden Fall. Paslak haben wir doch noch BVB geschickt. Nee, Paslak ist doch beim BVB. Stimmt, er ist ja beim BVB. Es war, glaube ich, auch allerdings, ne? Gucken wir mal, auf jeden Fall sind die ganz interessant. Und Jonathan, ja, auf jeden Fall. Timo Werner, auch ein ganz Wunschliste, auf jeden Fall. Wunschliste hier, Maximilian Mayer auch. Einer, den ich gerne beobachten würde, aber guckt euch die Bewertung an, der wird einfach zu teuer sein und das wird unrealistisch sein, deswegen nehmen wir ihn leider raus. Ja, Maxim von Dings, ja, können wir mal ein bisschen gucken. Heusner, Philipp, ja, Stürme, aber er ist nicht auf jeden Fall der, den wir uns dann da holen. Goretzka von Dings, könnte ich mir auch noch vorstellen, denke ich, wird aber einfach zu teuer sein. Reus holen wir auf jeden Fall raus, Thiago auch, Shahin auch, den Lord Bentner auch, Ibisevic auch, Kiesling auch, Trowski, nein, Kurt, ja, Pausen auf jeden Fall, das sind ja die, die wir auf jeden Fall nochmal haben wollten. Wir wollen natürlich ein bisschen
bisschen natürlich in die Jugend gehen. In die Jugend, das ist es ja. Was steht hier? FC Arsenal verpflichtet hier Javi Pastore für 43,5 Millionen. Ach du Scheiße. Zocker baut sein Team vor auf das Finale. Chelsea hofft Boateng zu verpflichten. Meine Güte, Joao Shishin lobt auf jeden Fall links. Ja, ich würde sagen, hier gehen wir auf jeden Fall, wir holen jetzt auf jeden Fall mal Dings wieder rein, ne? Wir holen unseren Olic mal wieder rein. Den Olic lassen wir jetzt auf jeden Fall mal reinkommen. So, Innenverteidiger. Hatten wir noch einen Innenverteidiger? Wir müssen mal gucken. Jung ist ja ganz gut. Der kann nur, nein, ihn wollte ich gucken. Ah, er kann auch rechtes Mittelfeld. Ich möchte jetzt gerne noch ihn hier haben. Zack, 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 zack. Ja, so lassen wir das mal. Das sogar auch raus. Wir wollen ja noch Müller auf jeden Fall mal ein bisschen besser reinbringen. So viele Rechtsverteidiger brauchen wir nicht. Das sind alles nicht so Leute. Ja, ich. Nee, also im Finale möchte ich dann doch lieber. Tut mir leid. Also ich möchte. Obwohl Mikkel gerade so eine Dings hat, aber ich möchte den Adler doch gerne drin haben. Für das nächste Spiel. Heidewitzia. Wir gucken nochmal ganz kurz im Büro. Jugendstab. Finden wir noch einen Scout mit 5 Sternen? Nein, leider nicht. Das ist mir zu wenig. Ich will auf jeden Fall 2x5 Sterne haben. Was anderes kommt mir da nicht in die Tüten. So, was hattet ihr gesagt? Genau, ihr hattet ja noch gesagt, Holland sollten wir auf jeden Fall mal abgrasen. Dann sollten wir auf jeden Fall mal Spanien, würde ich sagen. Spanien sollten wir auch mal auf jeden Fall abgrasen. Und wo werden wir den nächsten Dings mal reinbringen? In die russische Liga? Nee. Wo hattet ihr denn jetzt noch gesagt? Ja, wir lassen ihn mal nach Italien. Wir lassen ihn mal nach Italien. Auch wenn das jetzt irgendwie total Nonsens ist. Können wir wieder Dings? Nein, wir können leider nicht. Okay, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich werde es nicht vergessen, 2x die Hymnen mit reinzumachen. Bis dahin, liebe Zuckerfreunde, und rein!